Ah. Elf? Elf Stück noch. Komm schon her, komm schon her, komm schon her. Da vorne ist er. So, du schon wieder. War das Chaos in der Gakure? Ich kann ihn mal nicht verwechseln. Ihn kann man nicht verwechseln. Er schien in Gedanken versunken zu sein. Eine Arang-Mission. Oh, ich denke, ich weiß, was das ist. Der Rückkampf mit diesem Einschwänzigen da. 10. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Da ist mir nicht echt zu hart im Rückkampf. Machen wir erstmal das. 9, 8. Dann laufen wir halt nach unten. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ah, war da was? Ach, das war so eine Kuh. Ich dachte, das war eine andere Kiste, die man zerschlagen kann. Gerade ging Basiraya mit einem bösartigen Lächeln von den Lippen vorbei, was er wohl vorhat. Er murmelte was von Naruto und Springen. Ah. Nochmal hier durch die Gegend hüpfen. Das mache ich doch noch recht gerne. Zwei brauchen wir noch. Da. Einen noch. Und da ist er. Der finale Wurf. 400 Objekte zerstört. Und dadurch kriegen wir nochmal 10 Punkte. Toll. Jetzt haben wir das als B-Rang-Mission. Ja. Und zwar, das werden wir eh nicht mehr schaffen, aber jetzt müssten wir noch 200 Objekte zerstören. Was sagen die Schritte jetzt, nachdem ich so ein bisschen hier rumgelaufen bin? Noch 1942 Schritte. Okay, das ist auch noch machbar. Also, wenn mir jetzt am Ende dieser Mission noch 10 Punkte fehlen würden, dann mache ich das. Wie viel würde ich dafür kriegen? 21. Ja, das würde schon reichen. Nur leider weiß ich immer noch nicht, was ein Finishing Move ist. Ja, machen wir die beiden hier, ne? Tödlicher Kampf mit Shukaku? Nein. Jiraiya Spezialtraining. Jiraiya ruft Naruto zum Training mit einer neuen Bewegungsart und Schattendoppelgängern. Absolviere sein Training. Diese Situation gibt es keine Kampfgegner, 29 Punkte, bla bla, Verteidigungsbruchzeichen, nehmen wir. Und können dabei noch ein bisschen rennen. Jetzt müssen wir nichts mehr kaputt machen. Laufen, 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 springen. Ja. 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 Ja, ist er wohl. Kakashi erzählte mir, du hast eine ungewöhnliche Technik gemeistert. Ja, du meinst in Verlängerung, bla bla bla, dieses hier rumspringen, das habe ich von. Ja, habe ich geschafft von Kakashi, jetzt mache ich deins. Ja, Spezialtraining, springen durch die Ringe. Aha, diesmal sind da so Bomben drin oder was das auch immer sein mag. Ich glaube, die Mission habe ich noch nie gemacht. Oder ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
hoffe, nee, das da muss richtig sein. Ja, ist es auch. Oh mein Gott, sind das viele Ziele, die ich erreichen muss. Ja, soweit so gut. Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Oh mein Gott, sind das kleine Zielringe. Was hat der denn gesoffen? Nein, zu hoch. Okay, aber das Positive dabei, wenn man von Boden zu Boden springt, ist, dass man es in die entgegengesetzte Richtung genauso machen kann. So. Hier. Das machen wir auch nochmal. So, und wo ging es jetzt weiter? Hallo? Ich sehe keine Ziele mehr. Sind hier unten welche? Ach du Kacke! Überall in der ganzen Stadt, nur nicht hier unten. Ah, lass mich hoch! Das schaffe ich nicht mehr. Jawohl. Aber es ist machbar bis hierhin. Beim nächsten Mal sollte ich direkt auf die Karte gucken, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bevor ich irgendwo runterspringe. So. Jawohl. Habe ich alle? Ich habe alle. Sehr gut. Jetzt von hier aus. Da drauf. Ja. Ja. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das war auch gar nicht schlecht. Okay, machen wir es mal. Versuchen wir es mal so. Oh, das lief gut. Da habe ich einen liegen lassen. Ich hoffe, wir müssen nicht alle haben. Hier ging es nämlich weiter. Die habe ich eben nicht gesehen. Oh, voll erwischt. Das war kacke. Naja, nochmal. So? Oder wie? Noch, das war noch schlechter. Alter! Ja, letzter Versuch für die, sonst geht mir die Zeit aus. Hä? Wie soll ich das denn machen? So oder was? Keine Ahnung. Nö, keinen erwischt. Okay, machen wir mal von hier aus. Das weiß ich wenigstens, wo ich starten muss. Wahrscheinlich, dass ich da drüben lande, ne? Was? Ich musste doch nicht da drüben landen, sondern ins Wasser. Woher soll ich das denn wissen, bitte? So, ganz ehrlich, die Mission muss man ja 12-mal spielen, bis man weiß, wo man überall lang muss, oder? Okay, jetzt aber. Da hinten rüber. So viel habe ich nicht. Ich habe nicht so viel Chakra, wie ich dafür brauche. Deswegen ist dieser Sprung für mich auch nicht machbar. Okay, von hier aus kann ich weitermachen. Sehr gut. Und von hier aus hier rüber. So, und von hier aus da weiter. Ach du Kacke, das war scheiße. Auch dafür habe ich nicht genug Chakra. Aber das bringt nochmal massig an Punkten. Kann ich nicht von hier aus in die entgegengesetzte Richtung. Oh Mann. Noch 6. Spring! 2! Nein! An 2 ist es gescheitert. Okay, es ist sogar machbar.
Jetzt halte ich mich hier 3 Stunden auf für so eine Kacke, die wahrscheinlich nur 20 Punkte bringt oder so. Okay, jetzt wird's aber egal. Wir wollen das Ende des Spiels hier auch nicht zu schnell sehen, ne? Ja. So. So. Das Finale bringt nochmal massig an Punkten. Das heißt, vorher darf man eh nicht aufgeben. So, bis hierhin ist alles okay. Bis hierhin ist auch alles mit meinem derzeitigen Chakra machbar. Das hier ist auch noch okay, wenn ich das mit dem Zielen hier hinkriege. Habe ich nicht. Damit habe ich jetzt eigentlich schon verkackt. Zum Glück bin ich nicht runtergefallen. Also nicht ganz runtergefallen. Nur die letzten müssen wir nochmal versuchen. So. Keinen mehr gekriegt. Schade. Okay, versuchen wir es von hier aus nochmal. Wo ich immer noch nicht genau weiß, wie ich das machen soll. Könnte man von der anderen Seite ausprobieren. Von hier aus. Ist wahrscheinlich eher machbar. Oh, jetzt sind wir hier auch noch runtergefallen. Oh, schaff es. Ja. Ja, gut. Was? Ich bin auch durchgehüpft. Ach, leck mich doch. So, dafür habe ich nicht genug Chakra. Ne, dafür habe ich nicht genug Chakra. Hallo? Oh, ja. Springen wir da nochmal gegen. Okay, weiter geht's. Keine Zeit verschwenden. So, hier hoch. Und von hier aus weiter rüber. Ja. Von hier aus weiter. Sieht gerade besser aus. Ah, Bombe. So, 20 fehlen uns noch. Lauf! Warum bleibst du so lange liegen, verdammt? So, hierfür haben wir im Leben nicht genug Chakra. Aber wir erwischen einige. Ja, ja, das reicht, wenn ich jetzt noch weiter hoch schaffe. Von hier aus. 8 Stück, das sind mehr als 8. Jawohl! Genau 120 erwischt. Huh. Mission Success. 29 Punkte haben wir dafür gekriegt. Wie viele fehlen uns jetzt noch für die letzte Mission? Bla 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 bla. Wir haben es geschafft. Punkte, Punkte, Punkte. Scheiße, uns fehlen noch 16. Das heißt, Rumlaufen bringt uns jetzt nichts mehr. Denn das Rumlaufen bringt uns nur maximal 10 Punkte. Hier. Fehlen uns noch 1400. Das heißt, wir müssen nochmal den Rückkampf machen. Das ist die einzige Mission, die wir noch frei haben. Bis auf die, wo ich nicht weiß, dass ein Finishing Move ist. Okay, letzte Mission vor der Finalmission. Es sind noch 2 Stück. Freut euch. Wie man hört, brütet Suna Ninjagara über irgendwas. Findet heraus, was es ist. Ja, Rückkampf gegen Shukaku natürlich. Die Riesenboss-Rückkämpfe sind immer da oben in der Ecke. Da war ja eben schon der mit Gamma Bunta. Nee, war er gar nicht. Okay, ich laber Kacke. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass die immer da oben waren, aber ich glaube, es lag einfach nur daran, weil ich bei dem hier damals so oft gescheitert bin und bei dem anderen noch öfter. Naja, komm schon, Gara. Wir kämpfen nochmal zurück. Ja, bla bla, ich lese das nicht durch. Erinnerung an eine riesige Schlacht, der Kampf um Leben und Tod mit Shukaku. Ja. Das wird hart. Das wird härter als der Endkampf. Es wird der härteste Kampf, den wir in diesem Let's Play sehen werden.
Hallo, Shukaku. Nein! Ja. Wir dürfen jetzt nicht zu viel Leben verlieren, verdammt. Der darf uns nicht jedes Mal erwischen. Wir werden gleich bei den Tastenkombinationen so oft failen. Eigentlich dürfte der uns jetzt noch gar nicht getroffen haben. Das kenne ich von damals noch. Der darf uns jetzt eigentlich nicht einmal erwischen. Weil das so hart wird nachher. Aber er hat uns jetzt schon so oft erwischt, dass wir jetzt ja schon fast allein durch den Kampf sterben und nicht nur durch die Tastenkombination. Mann, wir müssten jetzt noch voll im grünen Bereich sein, weil wir noch nicht mal die erste Tastenkombination hatten. Ach, gut, der erste kommt. Die werden wir eh verkacken. So richtig verkacken werden wir die. Das kann ich euch jetzt schon prophezeien. Das wird so hart. Oh, ich hab's irgendwie geschafft. Aber es kommt ja noch mehr. Okay, das ging noch. Aber die Zeit war sauschnell, falls ihr das gesehen habt eben. Konzentration. Okay. Leichtere Tastenkombination wäre geschafft. Bam, 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 bam. Au ab! Oh Gott. Das wird uns nicht erwischt. Und weiter draufkloppen, weiter draufkloppen. Einmal noch. Schlag doch mal zu. Jawohl! Nein! Hä? Der Schlag war auch schon längst vorbei. Was soll die Scheiße? Betrug. Das Spiel betrügt. Aber ist mir egal. Ich will die Tastenkombination kommen. Und das haben wir geschafft. So. Jetzt dürfen wir uns, glaube ich, so 2, 3 Fehler erlauben. Und dann sind wir tot. Es wird hart. Oha. Das erste war das härteste, das ging ja. Kommt noch was Hartes? Nein. Das sollte doch genügen, das sollte genügen. Jawohl, Gaara! Game over! Huh! Kein Fail in Tastenkombination, das hatte ich noch nie.
Conditions fulfilled. Gewinne den Kampf. Das haben wir geschafft. Jetzt klingelt bei uns das Telefon, aber den Finalkampf mache ich gleich noch. Oder, ach, ich will jetzt nicht extra noch was ranschneiden, so eine Kacke. Na gut, dann wird der Finalpart etwas kürzer. Dann beende ich hier die Aufnahme und mache den letzten Fight mit dem Endfilm und alles mögliche im nächsten Part. Also, bis gleich, beziehungsweise bis zum nächsten Part. Ja, nochmal will ich das nicht machen, bla 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 bla. Interessiert keinen, Telefon klingelt. Ja, also bis zum nächsten Mal, bis dann und auf Wiedersehen.